Guten Morgen! Heute möchte ich ein Buch rezensieren, das mit einigen Abstand das schlechteste ist, was ich jemals rezensiert habe. An dieser Stelle nochmal trotzdem ein Dankeschön an den Riva Verlag, dass er mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Und auch danke dafür, dass ich ehrlich bewerten darf und dieses Buch entsprechend meiner Werte, meiner Informationen und meiner Ausgangsbasis eben wirklich, das kann ich direkt am Anfang sagen, nur einen Stern gebe. Und entsprechend möchte ich auch den Zuschauern, die überlegen, dieses Buch zu kaufen, gleich sagen, ihr könnt das Video an der Stelle beenden, das Buch ist nicht kaufenswert. Wem interessiert, warum das so ist, oder vielleicht schaut der Autor, der Ralf Bohlmann, mal hier vorbei, dem möchte ich natürlich dann trotzdem gerne jetzt auch ein paar Ausführungen geben. Also, das Buch heißt, erschaffe die beste Version von dir. Wir sind ja alle jetzt in der sehr gut ausgestatteten Medienlandschaft unterwegs und das ist auch so ein geflügeltes Wort, die beste Version von dir. An sich ja nichts dran auszusetzen. Persönlichkeitsentwicklung, Steigerung der Lebensqualität, das sind alles Dinge, wo wir danach streben, was uns als angenehm erscheint und was durchaus Sinn macht. So, soweit so gut. Der Autor bietet dann ein 7-Schritte-Programm an und nennt einige Dinge, auf die man fokussieren sollte. Da sind zum Beispiel Sachen dabei wie Entspannung, wie man denkt, die Ernährung, Bewegung. Auch das alles Dinge, wo man natürlich mitgeht. Da ist überall Potenzial vorhanden. Aber dann kommt man zu den Dingen, die der Autor empfiehlt. Und das ist teilweise so abstrus, so makaber, dazu noch eine fehlende inhaltliche Logik gepaart mit einer, ja, ein Lektorat, was, keine Ahnung, woher das gekommen ist. Also ich weiß nicht, ob Riva jetzt das lektoriert oder was sie für Pakete Autoren anbieten, aber also das gesamte Komplettpaket ist wirklich von vorne bis hinten und ich versuche am Ende vielleicht noch was Positives zu sagen, aber von vorne bis hinten wirklich nicht empfehlenswert. Wir fangen aber jetzt an, direkt. Also, ich habe mir das Buch während 2 Tage Toilettenaufenthalt und Badewanne ja zu Gemüte geführt und entsprechend mir hier ein paar Notizen gemacht auf einem Stück Küchenrolle und werde euch jetzt mal so ein paar Sachen sagen. Also wir fangen mal mit dieser Seite an. Also der Punkt Meditation, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Also im Punkte Entspannung und zur Ruhe finden, abschalten, die grundlegenden Dinge sind klar. Wir wollen Stress vermeiden, wir wollen ruhiger werden, wir wollen auch mal Nein sagen können. Das hat natürlich der Autor erwähnt, aber das ist ja trivial, da brauchen wir kein Buch dafür. Und dann gibt es so ein Kernelement, was wir schon seit einigen Jahrzehnten innerhalb der Forschung, innerhalb der Meditation überwunden haben. Und das ist diese Kampfstellung, dieser Kampf gegen etwas. Aber in diesem Buch ist während einer Meditation, wo man natürlich wünschenswerterweise ohne Gedanken im Flow ist, tatsächlich sich dieses Repertoires bedient. Also das Repertoire des Kampfes und der Nichtakzeptanz. In einer Meditation, wenn du gedankenlos sein möchtest, kommt natürlich am Anfang trotzdem ein Gedanke. Und egal, ob man jetzt Buddhist ist oder ob man ein modernes Meditationsbuch zur Hand nimmt, da kommt immer wieder der Hinweis, dieser Gedanke muss akzeptiert werden, er muss angenommen werden, nicht dagegen kämpfen, sondern einfach vorbeifließen oder durchfließen oder was auch immer. In diesem Buch wird dazu aufgerufen, zu sagen, das ist ein schlechter Gedanke, der darf nicht kommen, der darf nicht sein. Und das ist kompletter Unsinn, diese Kampfstellung, er ist ja da. Wie kann ich dann sagen, er darf nicht sein? Also die fehlende Akzeptanz und dann geht das weiter, dieses zwanghaftes positives Denken und Klassifizierung in gut und schlecht, gut, dieser Dualismus, den kann man auch in irgendeiner Weise auch akzeptieren, weil viele von uns können dadurch sich besser Orientierung verschaffen in ihrem Handlungsspektrum, aber wirklich darauf zu fokussieren, nur positiv, nur gut und das Schlechte versuchen zu ignorieren, geht genau in dieselbe Richtung, wie zu bewerten, dass ein Gedanke schlecht ist und dass er nicht sein darf. Und in die Verneinung des Seins. Das, was da ist. Das ist veraltetes Wissen und das ist so Groschenroman-Niveau, was man hier in diesen Entspannungs,
Sektion da findet oder denken oder wie er es auch mal genannt hat. Also ja, dann inhaltlich, also von der Logik her, ich lese euch mal was vor. Übrigens korreliert Schlafmangel mit Unzufriedenheit in Beziehungen. Ich wiederhole das mal mit der unterschiedlichen, oder? Ich lese das mal alles vor. Übrigens korreliert Schlafmangel mit Unzufriedenheit in Beziehungen. Im Umkehrschluss bedeutet das, gut oder sehr gut schlafen führt zu glücklicheren Partnerschaften. So, jetzt betone ich das nochmal. Mal sehen, ob es dann. Übrigens korreliert Schlafmangel mit Unzufriedenheit in Beziehungen. Im Umkehrschluss bedeutet das, gut oder sehr gut schlafen führt zu glücklicheren Partnerschaften. Der Autor nennt also eine Korrelation und im nächsten Satz benutzt er die Korrelation, um eine Kausalität zu unterstellen, ohne inhaltlich irgendwo was hinzugefügt zu haben. Er nutzt eine Korrelation, um eine Kausalität zu untermauern. Das ist inhaltlich sowas von abstrus, aber das passt zu dem durchgängig billigen Niveau dieses Buches. Und da gibt's Schreibfehler, die erkennt Word. Da steht, ich habe mal aufgeschrieben ein paar, also Seite 73 zum Beispiel, aber ist eigentlich egal, es gibt da einige. Da steht statt Körper, Köper, also ohne R. Das findet die Word-Rechtschreibkorrektur. Da muss man einfach nur mal weiterklicken und das wird dann korrigiert. Selbst solche Sachen sind hier drin. Das ist unglaublich. Also da. Ernährung, auch ein Thema, also wo du dich einfach nur in den Kopf fassen kannst. Also sein gesundes Frühstück besteht aus, also sein persönliches, aus gebratenen Speck, aus Eiern und aus Käse. Ich dachte, ich lese nicht richtig, das kann nicht der Ernst sein, oder? Aber dann wird mir einiges klar, weil wo ich das Buch dann gelesen habe, was also drin steht, das klingt alles total gut. Oh, ich kann Speck essen, ich kann Eier essen, ich kann Fleisch essen, ich kann Käse essen und dann erschaffe ich trotzdem die beste Version von mir selber. Das Buch verkauft sich dann wahrscheinlich ganz gut, würde ich sagen, weil es genau das ist, was die Menschen hören möchten. Da gibt's auch so den Hinweis von ihm, man sollte doch den Glaubenssatz beiseite schieben, man muss auch Kohlenhydrate essen. Das steht da drin, diesen Glaubenssatz soll man beiseite schieben. Nein, nein, Ralf Bohlmann, man muss keine Kohlenhydrate essen. Das ist nur der erste Zugriff für unseren Körper, für alle möglichen Funktionen. Muss man nicht essen, Glaubenssatz kommt zur Seite. Es reicht Fleisch zu essen und Käse und Milch, ist gut für die Knochen, ne? Also echt der Hammer. Und dann werden solche Sachen ins Feld geführt wie Fett führt zu viel weniger Entzündungen als Kohlenhydrate. Genau das Gegenteil ist der Fall, Video dazu habe ich ja schon gemacht, inklusive auch der Studien, warum das so ist. Oder dass Proteine eine pro-entzündliche Stoffwechselausgangssituation für unseren Körper schaffen, das zieht überhaupt nicht Kalkül. Kohlenhydrate führt zu Krankheiten. Kohlenhydrate ist für alle Entzündungen verantwortlich und ist das Schönste überhaupt. Und ich fand das schon interessant, ne? Vor allem auch immer gern genommen und in erster Instanz, ja zumindest nachvollziehbar, Kohlenhydrate erhöhen den Blutzuckerspiegel und damit auch die Insulinausschüttung. Dass die Insulinausschüttung aber auch an die Proteinaufnahme gekoppelt ist und dadurch der Food-Insulin-Index viel entscheidender ist als der Blutzucker, der Blutzuckeranstieg oder der glykämische Index. Das ist neueste Forschung. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Und dann war es ja so interessant. Boah, das ist ja total was anderes. Total was anderes als die aktuelle wissenschaftliche Forschung sagt. In mir regt sich dann natürlich so das Interesse, dass es dann vielleicht so ist, dass dieser Mensch irgendetwas entdeckt hat, was neueste Forschung ist, oder ja, mich interessiert dann, woher derjenige das Wissen hat. Und da habe ich natürlich die Studien und die Verweise reingezogen für sein Wissen. Und ja, habt ihr leider keine einzige gefunden. Das heißt, das Buch ist komplett studienbefreit. Oder woher dieses Wissen kommt, wo er so drauf pocht, das ist überhaupt nicht existent. Und wie gesagt, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte für so einen, wirklich für so einen Schund. Das muss man diesmal so sagen. Und so ein Ding hier. Wenn du dich aus ethischen Gründen gegen den Verzehr von Fleisch entscheidest. Nein, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Sache mit der Ernährung, auch mit der Entspannung. Und generell das ganze Werk,
inhaltlich logisch falsch, dann lektoriert grausam und Ralf Bohlmann, also nimm's mir nicht übel. Wirklich das schlechteste Buch, was ich je rezensiert habe und keine Kaufempfehlung für keine Art von keine Menschen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Nichtlesen, was ich sage. Macht's gut, euer Christian.